Seit 1994 ist die Baureihe mit dem neuen Logo der Deutschen Bahn unterwegs. Viele der Maschinen tragen aber noch den chromoxidgrünen Anstrich. Im Jahre 1993 wird der Bestand bei einer ersten Ausmusterungswelle dezimiert. 20 Maschinen werden setgestellt und verschrottet. Bis Ende der 90er Jahre bleibt der Bestand noch relativ stabil. Erst die Indienststellung der neuen Baureihe 152 lässt die Maschinen in großen Stückzahlen aufs Abstellgleis rollen. Zum 1. September 1999 gibt das BW Nürnberg II alle Maschinen nach Hagen und nach Kornwestheim ab. Allein 1999 werden 34 Loks Z gestellt. Im Laufe der langen Produktionszeit gibt es viele äußere Änderungen. Angefangen mit Einfachlampen, ab E50042 Doppellampen, Wegfall der Regenrinnen, andere Lüftergitter und natürlich die Lackierungen. Trotzdem sind in den 90er Jahren noch viele grüne 150er unterwegs. Nach dem Ausscheiden der E94 wird der Schiebedienst zum vermehrten Aufgabengebiet. So auch auf der Spessartrampe zwischen Laufach und dem Schwarzkopftunnel bei Heigenbrücken. Neigungen von bis zu 20 Promille sind hier zu bewältigen.
Ab Mitte der 70er Jahre wird ein neues Farbschema eingeführt, Ozeanblau-Beige. Dazu gibt es wieder einige äußere Änderungen, unter anderem der Wegfall der Griffstangen unterhalb der Führerstandsfenster. Auch auf den Frankenwaldrampen zwischen Probstzeller und Pressig-Rotenkirchen sind die sechsachsigen Riesen im Schiebedienst. 150-155 hat einem Zug bis zum Scheitelpunkt in Steinbach am Wald nachgeschoben. Jetzt ist die Lok auf dem Rückweg nach Probstzeller. Das große DB-Logo will so gar nicht zu der alten E-Lok passen. In Chromoxidgrün mit Griffstangen erinnert sie eher an alte Bundesbahnzeiten. Typisch ist der DBS 54 Stromabnehmer. Einholmbügel hat die Baureihe 150 nie erhalten. 150-155 ist 1969 von Krupp gebaut und Ende 2000 verschrottet worden. Der Jahrtausendwechsel leitet die bisher größte Ausmusterungswelle ein. Reihenweise müssen die Maschinen den Dienst quittieren. Kornwestheim ist jetzt Auslauf-BW. Im Dezember 2002 wird dann der Planverkehr eingestellt. Nur noch der Schiebedienst bleibt. Dieser wird am 31. Dezember 2003 beendet. Die Baureihe 150 ist Geschichte.